Ja, heute hatten wir den Zukunftstag nach dem 14. Juni 2021 und es ging darum, was für eine Struktur wir in Zukunft haben und wie wir uns organisieren wollen, damit wir möglichst inklusiv sind in Zukunft. Weil wir haben gemerkt, dass unsere Strukturen, wie sie in den letzten 2 Jahren waren, vor allem eben auch für Migrantinnen und für gewisse andere Gruppen nicht so inklusiv waren. Und wir bleiben sicher dabei, dass es verschiedene Arbeitsgruppen gibt, die sich im Kleinen organisieren und da diskutieren und Sachen machen und dann einfach eine Koordination haben, damit wir alle immer auf dem Laufenden bleiben.